Boah, da braucht man nämlich auch nicht pennen gehen, da kann ich einfach sofort weitermachen. Also ich meine, im Schlafzimmer könnte man ja eigentlich schön nach oben so ein bisschen was machen. Ja, Würde ich warum nicht? sagen. Dass man da vielleicht so ein bisschen Weg nach oben macht. Ich versuche das gerade mal auszuhauen hier. Mal gucken, ob das irgendwie vielleicht hier am Rand funktionieren würde. Was sind wir denn? Ah, da ist also Stein. Also das heißt, müssten wir das irgendwie anderweitig machen. So, wo ist der Holzknopf? Aha, also hier wird es theoretisch dann hochgehen. Wie komme ich jetzt rein? Rechts an der Seite. Ah ja. Ich bin komplett verwirrt. Und wenn du raus willst, musst du halt hier auf der Seite den Knopf nehmen. Okay. Weil es ist mir halt lieber als diese Druckplatten, weil die hier sowieso nicht hinpassen bei der Treppe nach unten. So, hier müssen wir natürlich dann auch wieder noch zumachen. So ein bisschen zumindest. Jetzt kommt man da natürlich nicht mehr runter. Das war natürlich wieder sehr clever. Dann halt anders. Da müssen wir das halt hier oben so ein bisschen. Aber da geht's gar nicht, weil da diese Stufen sind. Naja, wahrscheinlich müssen wir den hier noch so ein bisschen verlegen. Kann ich eigentlich gerade machen. Man ist ja Zack, zack. flexibel. So ist es. So, zack, zack, zack. Na, Cobblestone. sehr clever. Ich habe es mir eigentlich fast schon gedacht. Doof kann man sein. In meinem Fall sehr doof. Aber das könnte ein geiler Dachboden werden, kommt mir irgendwie gerade so. Und ein Zombie Ja. schwimmt gerade ein bisschen durch unseren See. Die Sehe ich Sau. so von der Weiten. So, jetzt haben wir das auch so. Müssen wir da oben nur halt mit diesen Slabs oder so zumachen. Oh Gott, Enderman, geh weg und klau mir nicht irgendwas. Trottel. Der ist auf unserem Dach. Tja, der will halt auch. Das ist vielleicht der Bauinspektor. Alles ja, möglich. So, nicht Das sieht ja anschauen, auch weil aus wie sonst. hingemurkst. Das kann ich nicht zulassen. Ja, also vom Eingang her ist ja auch jetzt okay. Würde ich fast sagen. Genau, ich wollte hier gucken. Also wahrscheinlich müssen wir dein Bett mal umsetzen, Ja, weil wir ist dann irgendwo okay. hier hochgehen müssen. Aber ist ja auch alles So. kein Thema. Dach dürfte fertig sein. Spinni. Weil dann würde ich fast sagen, vielleicht können wir die Betten halt oben reinmachen. Also wenn wir hier hoch irgendwo gehen. Ich reiß das mal gerade hier raus. Irgendwo müssen wir mal gucken, dass wir hier hochkommen. Am Rand geht's nicht, weil da halt, ja, das Da Stein ist. dürfte Dach sein. Hier ist auch noch Dach. Nee, hier geht's schon, oder? Ja, da war so ein bisschen die, Aber wir können es ja auch hier an der Seite theoretisch, dass man hier hochgeht. Habe ich auch schon gedacht. Nur wenn, guck mal, wenn ich jetzt hier wegreiße, habe ich genau den Stein über mir. Jetzt warte mal. Wie schaut's hier aus? Hast du schon Da wird's Treppen? gehen, da wird's gehen. Ne, Treppen habe ich noch keine gebaut. Ich wusste nämlich nicht, in welcher Holzart. Holzart ist wurscht von Treppen. Die schauen alle gleich aus, wenn mich Echt? nicht alles täuscht, Ist das ja. so? Na gut. Das dürfte so sein. Jetzt mache ich mal schnell Sticks. Ach, ich habe ja so viele. Oh Mann. Ist egal. So, wir müssen halt nur gucken, vielleicht können wir den Eingang hier noch ein bisschen rüber verlegen, wenn wir hier hochgehen. Ach Scheiße, wie gingen da nochmal Treppen? Weiß ich. Wie ist ich? Wie gingen die? Wie soll ich hier beschreiben? Den linken komplett füllen, den mittleren unten und in der Mitte und den rechten nach oben horizontal Dingsbums nur unten den mit Holzplanken. Hä, nochmal. Zu kompliziert. Links komplett. Ja. Dann in der Mitte. Nur unten und in der Er Mitte? sagt halt einfach ein H. Nee. Natürlich. Nee. Kein Natürlich. H. Doch ein H ist es. Ist doch kein Haar. Wie sieht denn dein Haar aus? Ach, du bist. Oh, oh Gott, jetzt ich bin falsch Bist gewesen. ihr, ne? Meistens bin ja ich der, der Ach, ihr ist. du wolltest mit Treppen den Aufstieg machen? Ja. Ich dachte mir jetzt fast mit Ja, Leiter. leider sieht ja aus wie hingerotzt. Nee. Wir wollen nicht so ordentlich machen. Müssen wir halt nur gucken, ob wir gleich dann vielleicht hier den Eingang hier ein bisschen verschieben müssen, wenn das hier so hochgeht. Ich meine, so ist es eigentlich in Ordnung. Ich meine, mit einem Platz, da kommst du ja locker hier so hoch. Muss natürlich dann hier noch den da weg. Ja. So, und dann kannst du hier quasi fast schon hochgehen, wenn ich jetzt hier mal sage, Autsch. Ach so, jetzt bin ich hier wieder durchs Loch gefallen. wenn ich jetzt mal sage, hier, so eine Treppe dran, sind wir schon oben. So, und jetzt kannst du es theoretisch schön hier ausfüllen. Dann gehst du einfach hier so runter. Und, ja, ich nehme mal, es sieht doch eigentlich gar nicht so hässlich aus. Kann man rein theoretisch sogar ein Schlafzimmer nehmen. Ja, so habe ich mir es auch gedacht. Finde ich eigentlich nicht mal dumm. Wenn wir das bloß dann irgendwie den Abgang hier ein bisschen verhübschen, oder? Eins nach drüben setzen. Ja,
Also hier müssen wir irgendwie Slabs oder so oben hin machen. Ich weiß nicht, ob du da welche hast. Sind noch welche in der Kiste? Dann müsste es hier weg. Da kommt nämlich dann einfach so ein normaler Dings hin, ne? Hier einfach so einer. Und dann jetzt hier quasi dann die Treppe. Treppe hier hin, genau. Ja. Und dann dürfte da quasi... Da dürfte ein Slab hin, da haben wir doch noch ausreichend. Beziehungsweise ich habe ja welche im Inventar. Da muss einer weg. Ja gut, dann müsste der da oben hin. Genau. Und jetzt sieht es eigentlich wieder synchron aus, ne? Also ich meine, die Bude ist halt ein bisschen nach hier versetzt, weil jetzt haben wir halt hier 4 Wände und hier nur 2. Aber theoretisch könntest du sagen, die macht die Bude breiter, aber ich finde es ja nicht so schlecht, dass es ein bisschen unsynchron ist. Gut, die Frage ist, haben wir Slabs noch von dem dunklerem Holz? Was war denn das dunklere Holz? Lass mich gerade gucken. Dunklere waren Oak, also Eiche. Eiche. Die Frage ist, haben wir noch Eichenholz? Also ich habe noch 5. Nee, das ist Spruce, also das ist Tanne oder was? Oder Fichte. Also quasi Fichte, glaube ich. Fichte war das, das dunkelbraune. Dieses ganz dunkle, ja. Da haben wir glaube ich gar nichts mehr. Das kann sein. So, weil man da. Weil da müsste nämlich hier am Eingang, siehst du, da müsste noch was her. Okay, warte, ich komm gerade. Ich wollte nur gerade mal schon mal dieses Dings hinstellen. Oder täuscht das einfach vom Licht? Könnte auch sein. Bist du gerade oben? Ja. Ich habe gerade unser Schlafzimmer neu. Ah ja. Also ich muss mal gucken, ob das so geht oder ob wir dann in der Wand hängen. Das kann sein, dass wir vielleicht doch besser anders ein bisschen machen. Das ist ein nach vorne halt. So, dass du halt quasi dann oben Platz hast zum Pennen. Genau, perfekt. Sehr schön. Dass man vielleicht noch hier beim Aufstieg ein bisschen mit Geländer macht, dass man halt dann irgend so ein Dödel hat, nachts besoffen, da nicht runterfällt. Ja, definitiv. Kann ab und zu vor. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber vielleicht ein paar Bilder hier noch rein. Also, ich weiß nicht, kann man hier rausgucken? Vielleicht so ein kleines Fenster, aber es wird schwierig, ne? Weil es halt ja, so ein dann ist halt, ist. Das ist halt eigentlich direkt Dach. Ich meine, es ist für den Anfang jetzt in Ordnung, auf jeden Fall. Mit Aufstieg. Und wir können hier unten dann vielleicht sogar noch was anderes reinmachen. Yep. So, ich mache auf jeden Fall mal schnell das Außengerüst weg. Ich frage mich echt nur gerade, was das für ein Holz war. Spinni! Unhöflicher Spider-Man. Ja, in der Tat. Und da ist ein Creeper. Ah, weg. Auf Creeper habe ich keine Lust. Kann ich verstehen. Ich würde fast sagen, dass wir es noch so machen. Die Frage ist, ob das dann doof ausschaut. Nee, das schaut eigentlich geil aus. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Treppies. Also, warum müssen sich die Hühner ständig hier vorne beim Eingang tummeln? Das ist nicht normal. Knackten Viecher. Komme ich jetzt hier wieder raus? Weiß keine Sau. Weg da. Nee, aber jetzt habe ich Samen, da kann ich die doch eigentlich... Ah, Jungs, kommt mal her. Leute verarschen. Ich kann mal blind links drauf los, vögeln hier. Beziehungsweise ihr. Nicht ich. So, macht hinne. Ich habe hier nicht Zeit für alle. So, Schluss jetzt, Mann. Ich muss raus. So. Was ein sinnloses Gacker hier draußen. Ja, kennen wir doch. Als Bauern hast du es halt nicht einfach. Da ist es halt so. Maulkörbe für Hühner wäre klasse. Und so, ich brauche definitiv... Dann, bist du noch unten, ne? Ich renne hier gerade rum am Feld, ja. Ich habe wieder die... Oh, kriegst du noch ein bisschen Stein mit hoch? Ja. Wäre... schön. Das Feld nervt, weil es halt so unausgeglichen wächst, ne? Also man müsste theoretisch mal alle wachsen lassen, bis die auf dickster gelber Stufe sind und die dann alle abkloppen. Aber meistens, wenn ich das sehe, dass das halt irgendwo gewachsen ist, dann will ich es halt sofort... machen. Ja, ich meine, mit Essen haben wir sie eh nicht so dicke. Ja. So, ich werde mir den Kuchen jetzt mal reinziehen. Ja, ich muss gleich auch mal gucken. Ich habe noch... Jetzt habe ich 4 Dinger weg. Jetzt kann ich es mal probieren. So, mal sehen, ob du voll machst, mein Freund. Sehr gut. Klappt. 4 gebracht. Stimmt. Ja. Das ist geil. Genau, ich hatte doch die Samen. Wo habe ich die denn? Habe ich die oben? Nee, habt die doch hier. Pumpkin Seeds. Ich glaube, die kann man sogar überall hinsetzen, ohne Wasser, ne? Sonst würden die auch da oben nicht wachsen. Das heißt, ach Gott, haben wir irgendwo eine Hoe? Also keine Schlampe, sondern eine Hacke. Ich dürfte im Bauernhaus sein. Pickaxe.
Ne, haben wir keine mehr. Muss ich mir, glaube ich, eine bauen. Echt, haben wir keine Home mehr da? Sieht nicht so aus. Oh, Creeper, Creep, 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 Creep. Mach keinen Scheiß. Geh weg. Komm her. Wie, war das so, oder was? Komm her, Bushi. Ja, war's. Komm, folge mir. Ja, was ganz fein ist, eine Eisenhoe. Der feine Herr. So ist brav. Das muss ich gerade mal überlegen, dass die Dinger auch wirklich da wachsen, wo sie hin sollen. Ist gar nicht so einfach. Also ich würde sagen, so, dann wächst der darüber. Also im Prinzip eigentlich relativ, ja, einfach. Ja, langsam wird das Feld direkt ein bisschen klein, ey. Also ich weiß gar nicht, ob man, nee, ich glaube, die muss man gar nicht, aber ist egal. Das sieht zwar jetzt ein bisschen doof aus, aber der Zweck. Teile ich da einfach mal die Mittel. So, wir haben hier noch 16 grade. Weizen hier. Ich habe auch noch 16, das heißt 32. Wir müssen ja nicht viele haben. Also wir können theoretisch jetzt mal ein paar Brote nochmal machen für uns. Wo hast du die 16? Ich könnte die gerade hinschmeißen. Ja, schmeiß die mal her, die Weizen. Ja. Das tue ich mal wieder in die Kiste. Die Pilze wollte ich auch hier reintun, genau. Die Eier. Ganz schön viele. So, ich habe jetzt 10 Brote. Moment, ich... Ja, 2 Wheat, also die nehmen wir ja mit, also wenn wir jetzt irgendwie hier Dings jagen gehen. So ein paar Hühners. Nicht Hühner, blöd. Ich meine natürlich die netten Gesellen, Kühe. Uno Kartoffel hätte ich noch. Können wir die nur irgendwo anpflanzen hier? Lass die lieber mal. Meinst du, hier kann man doch eigentlich mit der... Ja, ich habe die mal als Reserve mal drin gelassen. So, jetzt haben wir, ich habe auch noch 3, also... Moment, warte. Dann lass ich die mal. So, also wir, ich mach 2 rein, lass eine noch in der Kiste, dann ist in Ordnung. Dann schmeiß ich die in die Kiste. Ja. Oh, Zucker kann ich auch mal wegtun. Oh Gott, Türsalat. Ja, so, ich mach mal das Haus fertig, aber schaut jetzt nicht mal so, schaut schon extrem spitz aus, aber... Lass mich mal gucken. Ist halt ein sehr... Ja, sieht halt aus wie eine Pyramide. Ja. Ich meine, wenn du jetzt außen diese Dinger noch drum machst, also quasi die Dachrinne, den Überstand, ja, also wo es jetzt teilweise noch fehlt, ja, also dann kann man sich das echt angucken. Also vielleicht können wir an den Seiten dann noch, wo das halt diese quadratische an den Seiten vielleicht auch noch so mit Stein machen, dass es halt quasi nicht nur oben der Stein ist und dann halt unten das Holz. Aber die Feinheiten kriegt man dann ja auch hin. Ja, Kartoffeln. Denke ich doch auch. Das war ja gerade nützlich. So. Nützlich wie Fußpilz. Also gar nicht. So ungefähr. Also ich glaube, von Eiern haben wir echt genug. Also die Viecher, die legen Eier, das gibt's überhaupt nicht, wie Turbomaschine hier. Ja, so soll es ja auch sein. Also wenn wir das mal hinbekommen, dass wir dann wirklich die Kühe haben, da können wir uns Kuchen ohne Ende backen, da können wir uns ein Haus aus Kuchen bauen. Oh, der war jetzt uncool. Deswegen, ich mach mich mal, wie sieht's hier aus, von wegen Nacht und so? Ja, schon relativ, ich gehe mal kurz gucken, wenn ich sehe, dass dunkel wird, komme ich wieder. Wollen ja nicht, dass ich zum, was war das, 6., 7. Mal sterbe? Keine Ahnung, irgendwie so. Irgendwie sowas in dem Dreh. War auf jeden Fall schon sehr peinlich, ja. Nee, da ist irgendwas. Ja, ich bin ja froh, dass wir zumindest schon mal einen gefunden haben, der einigermaßen Dächer bauen kann, weil ich zähle wirklich da nicht zu der Gattung. Ich kann das eigentlich auch überhaupt nicht. Hast du also gut, mein Bruder gut hat geschlagen. Mein Bruder hat mich da immer ständig dermaßen ausgelacht. So, aber die Frage ist, was machst du jetzt nicht, hier? Müssen wir eigentlich so machen. So, also wenn es wieder darum gehen würde, Schafe zu suchen, hätte ich hier keine Probleme. Nur halt die Kühe, wir kennen es ja, ist schon ein anderes Pflaster. Noch ein Schaf. So, wieso schaut das jetzt hier so doof aus? Kannst du mir das mal erzählen? Vielleicht, weil du es gebaut hast? Möglich. Ach, scheiße, da habe ich mir gar keine Brote mitgenommen. Ich habe eine Pilzsuppe. Die hilft mir jetzt ungemein. Ah doch, ich habe doch 5. Wie doof bin ich eigentlich? Hätte ich aufgepasst. So. Oh, Pfeile, 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 Pfeile. Oh, was liegt denn hier rum? Übelst viele Erfahrungspunkte. Was haben die denn hier gemacht? Massaker oder was? Ich glaube, ich habe Schweine gefunden, aber wir haben ja leider keine Karotten. Also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist da falsch. Total falsch. Da hinten sind auch wieder blöde Schweine, beziehungsweise Schafe.